Hi, my name is Dominic Neal, and I'm a former Idols Top 7 contestant, and I was lucky enough to matriculate at the DSJ in 2010. I'm currently a full-time musician, and this school made me dream, made me look forward, and it allowed me to do what I'm doing today. It is an unbelievable place. Modern, weltoffen, dafür steht die Deutsche Internationale Schule Johannesburg. Darauf legen wir Wert. Gleichzeitig sind wir stolz auf unsere Traditionen. Was ich besonders faszinierend finde hier an der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg, ist diese Mischung zwischen südafrikanischer und deutscher Schulkultur. Zum Beispiel die Schuluniformen oder das Präfektensystem, das ist ja was typisch Südafrikanisches. Und dann eben halt auch die ganzheitliche Erziehung so nach deutschem Muster und nach deutscher Prägung. Und diese Mischung finde ich eigentlich besonders interessant. Schon im Kindergarten führen wir unsere Schüler in die Welt der deutschen Sprache und Kultur ein. Unter Anleitung von Fachkräften geben wir jedem Kind Raum, sich zur Schulreife zu entwickeln. Das stimmt, aber was ist das? Ist das eine Badewanne? Nein! Was ist das? Weil ich lebe meine Freunde und meinen Lehrer. Weil wir ganz gute Spiele und auch ganz viele Deutsch lernen. Jahr für Jahr steigt die Nachfrage nach Kindergartenplätzen an der DSJ. Deshalb haben wir kürzlich den Kindergarten erweitert. Niemand muss schon Deutsch sprechen, wenn er zu uns kommt. Ein Dinosaurier! Ein Dinosaurier! Spielerisch mit eigens dafür entwickelten Programmen lernen die Kinder Deutsch ab einem Alter von einem Jahr. Now we came to the big class and now I thought it was so hard that it was going to be super hard because I didn't know how to do some math and now I know. Die deutschsprachige Grundschule setzt die Arbeit des Kindergartens fort. Jedes Kind wird individuell gefördert, sprachlich, methodisch wie auch akademisch. Und so auf die Anforderungen der weiterführenden Schule vorbereitet. Die School ist lecker. Ich gehe davon, um zu spielen. Und ich gehe davon, um zu schreiben. Und ist alles. Außerhalb des Klassenzimmers bietet die Deutsche Internationale Schule Johannesburg eine Vielzahl von Aktivitäten, allen voran der Sport. Wenn du nach hinten kommst, tu deine Hand nach außen. Schwimmen, Fußball und andere Sportarten fördern Kampf und Teamgeist. Wir bilden Schülerinnen und Schüler für die Herausforderungen der Zukunft aus. Das modern ausgestattete Lernzentrum sichert jedem den Zugang zu Computern. Internet gibt's kabellos überall in der Schule. Wir fördern selbstständiges Arbeiten und Denken, freuen uns über meinungsstarke junge Persönlichkeiten. Mau funda kona lao ya kongo zu slanganise na banya mandu andu fundi zintezningi ngamanya mazwe a ngapantle no guti and ufunda no gutu ngagwazug interakta anjan na bandu abanga fanina. Die Möglichkeiten, die die deutsche Schule uns bietet. Ich meine, wir können irgendwo studieren, wo wir wollen, mit dem Abitur. Das deutsche Abitur ist international anerkannt wie kaum ein Abschluss. Im englischsprachigen Highschool-Zweig können sich die Schüler aber auch für die südafrikanische Matrik entscheiden. Seit 1890 gibt es die deutsche Schule in Johannesburg. Der alte Glockenturm vor dem Haupteingang erinnert an diese lange Tradition. Wir sind stolz darauf, die älteste koedukative Schule in Johannesburg zu sein. Und wir sind stolz auf unsere Wurzeln, die der deutschen Dichter und Denker und der Ingenieure. Das ist die Basis, die Pädagogik ist eine neue. They don't generally shout at you, they are strict with you, but they try and handle it in a more relaxed way. Wir legen großen Wert auf praktisches Lernen. Experimente und moderne Unterrichtsmethoden in bestens ausgestatteten Klassenzimmern und Fachräumen
gehören zum Standard der deutschen Schule. Dabei ist es uns wichtig, dass das Lernen nicht auf das Klassenzimmer beschränkt bleibt, sondern auch außerhalb weitergeht. Das Solarprojekt ist ein Beispiel. Gebaut von Schülern und Lehrern nimmt die DSJ mit ihren eigenen Fahrzeugen jedes zweite Jahr an einem 4000 Kilometer langen Rennen teil. Aus allen Teilen von Johannesburg kommen unsere Schülerinnen und Schüler. Deshalb unterhält die DSJ ein eigenes, engmaschiges Busnetz. Viele nutzen diesen Service, um täglich zur Schule zu kommen. Als Deutsche Internationale Schule verstehen wir uns als Teil der Regenbogennation. Wir engagieren uns und unterstützen Schulen in ärmeren, weniger privilegierten Stadtteilen und wir besuchen regelmäßig Schulen in Soweto. It's much different because our school is much bigger and there's much more classes. Die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg kommen von den verschiedensten Hintergründen. Im Phoenix Center bieten wir deshalb individuelle Betreuung, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse. Oh, Cornelia, darf ich bitte ein Hotdog und Nachhilfe in Mathematik, psychologische Hilfe oder Spezialklassen für Deutsch. Die akademische Leistung ist uns wichtig. Die musische Bildung kommt aber auch nicht zu kurz. Unser Ziel ist eine starke Persönlichkeit mit breitem Allgemeinwissen. Die beste Grundlage für die Herausforderung einer internationalen Geschäftswelt. Akademisch ausgezeichnet, weltweit anerkannt. Dafür steht die Deutsche Internationale Schule in Johannesburg. Aber wir feiern auch. Die Schule, die sportlichen und akademischen Erfolge und unsere starke Schulgemeinschaft. Denn so macht Lernen auf Dauer mehr Spaß. Die Kinder, die lernen viel, die werden richtig selbstständige junge Menschen. Und das ist, was wir wollen für unsere Kinder. Die Data School ist eine sehr gute Fondation für ihre Zukunft. Es ist sterk von da, für wahr, je nie will gehen. So, das ist sehr gut, um hier in Schule zu gehen. Mehr als 125 Jahre Schulgeschichte. Wir sind viel mehr als nur eine Schule für Deutsche. Wir gehören zu den besten Schulen in Johannesburg.